Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origin. So, wir sind noch im letzten DLC unterwegs und haben hier einige Punkte, die wir jetzt erreichen müssen. So, wir haben letzte Folge versucht, den einen von den Pharao-Kämpfer, Alkiga, was auch immer, da anzutreten. Jo, die haben uns zerlegt. Gut, aber wir gehen mal zuerst in diese Richtung Sperrgebiet. Ich habe das Gefühl, das kann lustig werden. Hoch. Okay, so ist es nur von Medefe. Duda! Diese Zone ist tabu. So. Okay, so wie dazu. Ja, okay. Oh, was? Hallo? Okay, also ich... Oh. Oh, was? Wie, der schießt Speeren? So, was haben wir? Okay. Reiß dir die Eingeweide raus. Kommen die alle denn her? Hey, was? Ja, die habe ich. So sind näher. Okay. Wir haben noch Gefangene, die möchten natürlich befreien, wenn wir schon hier sind. Genau. Da ist ein Artefakt da drüben. Stirb endlich! Oh, okay. Da hab ich. Oh, da ist noch einer. Hallo, wo kommt denn der jetzt her? Oh, da geht's wohl oben drüben. Und noch mehr Gefangene. Okay, den habe ich auch. Hier ist die Tür. Ah, oh, hier ist hier vorne. So. Okay. Schatten ist auch getaucht. Was? Natürlich ist es nicht praktisch, da wir mitten in einer Mission sind. Moment mal. Das war in der Nähe. Okay, wir suchen uns mal. Wir versuchen uns mal, den Schatten zu erreichen. So, da ist ihn da drüben.
Okay. Helfen tut er gut. Okay. Jetzt eine Chance haben sogar. Oh nein! Okay, ich finde es schade, dass wenn man sie befreit, dass man dann nicht mehr was bekommt. Okay. Hm? Okay, er sagt nichts dazu. Okay, wir haben Start gefunden. Aus. Voller Blut und. Ja, mit mir geht der Gestank ist unerträglich, alles klar. Ja. Das ist in der Stadt wie hier. Gestank ist unerträglich. Gut, immerhin haben wir mal einen Geist wieder mal besiegt. Das ist schon wieder Pfeile. Also die hat ihn gar nicht verloren. Den Bogen. Hier liegen alle Tiere. Entzünde die Mutter mit deinem Feuer. Mal schauen, ob das was bringt. Hm. Hä? Wie? Ah, da ist was, okay. Ein Feuer drin. Geschwärzt und verbrannt, aber noch erkennbar als die große Mutter. Na toll. Amun, beschütze mich. Danke, Neb. Du hast mich vor dem Zorn des Herrn von Theben bewahrt. Okay. Jetzt was außerhalb. Ich weiß, wir machen noch zuerst dieses Ding da. Wir haben da noch einen Kommandanten, dem wir die Nerven gehen können. Das mal so nennen. Ja, noch Artefakte zu holen. Sollte ich unentdeckt bleiben. So, wir sind hier und stehen einen Tag rum in der Nacht. Okay, das. Du hast das echt natürlich gesehen jetzt. Was? Da draußen ist doch was. Halt mal die Augen auf! Zeig dich. Hallo.
okay. Hey, was? Stoppt ihn! Okay. So weit, so gut. Ein Artefakt. Oh, oh. Wo ist es, wie du mich gesehen hast? Wir kriegen diese Halunken und beenden das. Okay. Er hat uns fast gesehen, aber nur fast zum Glück. Wo ist nichts? Was? Huch, da ist einer. Zurück. Hey, was? So, die habe ich auch. Wo sind noch zwei Schätze, die wir finden müssen? Ach so, ist ein Zelt, sehr gut. Okay, den haben wir auch. Jetzt. Fehler. So. So ist ein Ruf um Hilfe, okay. Dann prüfen wir mal das hier zuerst. So. Really? Sind die wieder alle? Nee, sind die selber, oder? Der Raum sieht uns gleich aus wie vorhin. Doch, sind dieselben? Nee. Gehen wir sie jetzt? Ich bin ganz sicher. Also, wir sind dieselben. Vielleicht habt ihr auch die Sätze, weil wir nicht alle befreit haben. Das kann natürlich auch sein. Wir müssen uns zwingend alle auf einmal befreien, damit das hier überhaupt als Erfüllt gilt. Jetzt haben alle hier. Es fehlt noch ein. What the fuck fehlt noch? Zum durch. Okay, das Artefakt ist irgendwie unterhalb. Na toll, das ist die Frage, komme ich da runter? Irgendwo im Keller anscheinend. Hey, warte! Okay, aus dem Graben. So was in einem Lager drin, das macht hier gar keinen Sinn. Ist der mich, der da sitzt? Der sieht mich. Schnell, schnell. So. Okay. Wow. Wow, krass, wie sie aussieht.
Kästchen, ein Tuch. Okay. Ja, dem. Okay. Die kommen jetzt, wir sind hier mitten in der Grabkammer, den und plündern die gerade. So. Nicht weit, oder? Nee, das ist außerhalb, alles klar. Wäre Zufall gewesen, dass ich weit gegangen wäre. So, jetzt bin ich wieder hoch. Was? Ich schlitze dich auf! Ach krass, die haben die wollten die Leichen wegschaffen. Hab ich das erste Mal sowas gesehen. Das waren die zwei einzelnen Wächter, die noch da drüben standen, ne? Nee. Das sind immer noch. Da ging eine Wache irgendwie weg. Ja, würde ich sagen, halt mich auf, wenn du kannst. Gut, soweit, so gut. Alles klar, geht's hier rüber. Wir nehmen ein Boot, da ist das nächste Ziel im Unterwasser. Auf alle Fälle scheint es so. Ertränke den Vater in deinen Tränen. Da sind wir drüben, ich kann nicht ausweichen. Okay. Ach du Scheiße. Okay, warte mal. Was wie ein Steuer? Es muss leider sein. Boah. Okay, so ein Kampf im Wasser gegen Nilpferd ist sehr, sehr gefährlich. Ich bin wirklich schon markiert, okay. Okay, wir gehen besser hoch. Da ist noch ein Nilpferd. Ja, okay, dann geht's dann wieder zurück. Ich glaube, das machen wir noch in der Folge. Die Priesterin wird die Opfergaben zurückhaben wollen. Egal in welchem Zustand. Ja, genau. Dann fahren wir gleich mal über den Fluss zur Priesterin.
Ich werde jetzt auch die Gelegenheit nachher gleich mal die Sachen hier abzuklappern, die wir hier noch sehen auf der Karte. Aber dann erst in der nächsten Folge. Okay, wir haben Schatten in der Nähe. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine Pause und morgen bekämpfen wir zuerst noch den Schatten und dann sehen wir, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und bye bye.